habe ein Buch geschrieben über die Gesi-Proteste in Berlin. Und die Gesi-Proteste in Berlin haben eigentlich punktgenau angefangen, auch am 31. März 2013. An dem Abend haben sich zwei größere Gruppen, eine Studentengruppe aus Istanbul hatte eine Demo angemeldet und dann noch eine Gruppe aus Berlin, Kreuzberg. Und an dem Abend war es eigentlich ein Zusammenkommen von Menschen, den man so eigentlich bisher noch nicht gesehen hat in Kreuzberg und vor allem so spontan noch nicht gesehen hat. Und wir fanden das sehr spannend, diese Gesi-Proteste hier zu beobachten und haben uns gefragt, warum machen die Leute da mit? Warum hat es uns so mitgerissen? Und haben uns immer wieder diese Frage gestellt und haben auch angefangen, anderen Leuten diese Fragen zu stellen. Und so ist das Buch entstanden letztendlich. Es war eigentlich eine sehr spontane Idee. Was uns beiden aufgefallen ist eben, dass die Menschen hier einfach sehr unterschiedlich sind. Es gibt also nicht die, wir sprechen ja hier oft, wenn wir über deutsche Politik sprechen über Politik, die hier in Berlin gemacht wird, von den Türken. Also man spricht von den Türken oder von den Türkeistämmigen und diese Menschen gibt es nicht. Und das wurde mir, glaube ich, während der Recherche zu dem Buch oder auch eben während wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, mit Gesi in Berlin beschäftigt haben, da auch nochmal sehr deutlich, dass die Leute einfach sehr unterschiedlich sind. Die kommen aus sehr unterschiedlichen Religionen, sie haben sehr unterschiedliche politische Hintergründe, sie sind sehr unterschiedlich sozialisiert worden. Gemeinsam ist ihnen allerdings eben die Sprache oder eben die kulturelle Verbundenheit. Und das war etwas, was mir persönlich da noch einmal sehr deutlich und sehr bewusst wurde. Also dadurch, dass wir hier geboren sind und hier aufgewachsen sind, also wir beide, und uns im Studium zum Beispiel mit der Türkei beschäftigt haben und uns auch danach noch beschäftigt haben mit der Türkei, aber auch natürlich mit der Politik hier auseinandersetzen, ist das immer so ein... Also wir mussten immer die Waagschale nehmen. Ne? Also wir haben beide Länder immer so vor Augen gehabt und letztendlich fanden wir es spannend, was hat das mit den Deutsch-Türken hier gemacht oder mit den Turko-Deutschen hier gemacht. Und als ein türkischer Sommer in Berlin in der Entstehungsphase war, war ja alles auch noch sehr unklar. Und wenn man diese Gesi-Proteste mitbegleitet hat, so wie wir es gemacht haben, über Facebook oder über Twitter oder über Ustream, wenn wir uns Live-Berichterstattung angeguckt haben, dann war es einfach menschlich gar nicht ertragbar. Also es war überhaupt nicht möglich, dass ohne irgendwelche emotionalen Reaktionen, dass man das einfach so beobachten konnte, weil ich meine, die Türkei geht uns alle was an, letztendlich, klar, weil wir auch die Sprache sprechen, eben weil wir auch mit der Kultur aufgewachsen sind durch unsere Familien und weil wir auch mit dieser Kultur weiterhin sehr eng verbandelt sind. Also es ist nicht so, wie wir haben auch die Proteste beobachtet in Barcelona zum Beispiel oder in Ägypten am Tahrirplatz, aber allein schon dadurch, dass die Sprache die gemeinsame war und dass da ganz viel Kreativität dabei war und so weiter. Das hat uns sehr, sehr gefesselt. Und wir wollten einfach mal gucken, welche Leute hat es angesprochen, wie viele Leute, was für Unterschiede gab es auch zwischen diesen Leuten bei diesen interviewten Personen. Also in diesen Interviews kommen da auch Unterschiede zutage, die natürlich auch spannend sind oder waren spannend für uns. Und deshalb haben wir versucht, auch so klar die Bewegung darzustellen hier auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch zu zeigen, es gibt punktuelle Unterschiede in dieser Çapulcu. Also es ist nicht alles eine große Masse an Çapulcus und die sind alle gegen die Regierung und so. Es ist einfach, es hat Nuancen und es hat sehr viele kleinere Beweggründe, warum diese Leute eben auch hier in Berlin auf die Straße gegangen sind. Das war so unser Wunsch, das nochmal praktisch in eine Buchform zu gießen letztendlich.